Marcel, du hast Viertelstunde vor Schluss uns in Führung geschossen. Da hast du wahrscheinlich nicht mehr gedacht, dass wir das Spiel noch verlieren, oder? Nee, nach dem Lauf in den letzten Wochen habe ich felsenfest daran geglaubt, dass wir das Spiel gewinnen. Das ist uns leider nicht gelungen. Ich denke, da müssen wir uns an die eigene Nase packen, aber das wird uns nicht umwerfen. Wir machen jetzt den Blick einfach auf Berlin und da muss es halt dann wieder besser klappen. Wie kann das passieren, dass man dann einfach in so kurzer Zeit so einen Doppelschlag kassiert? Ja, ich meine, das ist der Fußball. Ja, das geht zack, zack. Da muss man halt aufpassen, da muss man jede Zeit hochkonzentriert sein. Wir haben zweimal halt Pech gehabt in den zwei Situationen. Aber wie gesagt, das waren Situationen, die passieren uns so wahrscheinlich auch nicht mehr. Von daher müssen wir schauen, das abzustellen und dann geht's weiter. Es war ein sehr intensives, ein sehr hartes Spiel. Wahrscheinlich ging es auch hart auf die Knochen. Was bedeutet das auch im Hinblick darauf, dass Dienstag schon das nächste Spiel wieder ansteht? Ja, ich denke, jetzt gilt das Spiel erstmal abzuhaken. Wir müssen den Blick wirklich einfach nach vorne richten, weil Berlin ist ein ganz anderes Spiel wieder. Da wird es auch wieder 90 Minuten oder länger um einen harten Kampf gehen. Den müssen wir annehmen. Ich denke, wir sind gewappnet und wie gesagt, wir schauen nach vorne und wollen natürlich das Spiel gewinnen. Alles klar, Dankeschön. Markus, 3-2 verloren hier in Dresden, wenn man eine Viertelstunde vor Schluss in Führung geht mit 2-1. Wie kann das dann noch passieren, so ein Doppelschlag? Ja, passiert halt nochmal. Wir sind alles Menschen. Ich meine, wir haben das dominiert. Ich glaube, wir machen kein schlechtes Auswärtsspiel nicht, gehen dann auch 2-1 in Führung. Die haben in der zweiten Halbzeit nicht einmal aufs Tor geschossen, haben sich fast nur hinten reingestellt. Ja, kriegen halt dann durch einen Fehler, kriegen halt so ein saudummes 2-2 und schaffen es halt dann nicht, den Schalter wieder umzulegen. Wie sehr ärgert es euch jetzt? Wie müsst ihr das jetzt verarbeiten? Ja, was heißt verarbeiten? Wie gesagt, es war kein katastrophales Spiel von uns, mit Sicherheit nicht. Ich glaube, es war ein vernünftiges Auswärtsspiel, aber wir müssen halt einfach möglichst schnell die Fehler abstellen und dann habe ich überhaupt keine Bedenken, dass es wieder gut nach vorne geht. Es war ja klar, dass man nicht jedes Spiel gewinnen kann. Es ist jetzt besonders wichtig, einfach auch die Ruhe zu bewahren, auch wenn es mal schief ging. Ja, wie gesagt, es gibt überhaupt keinen Grund für Unruhe, weil wenn es ein schlechtes Spiel gewesen wäre und wir verlieren und haben keine Chancen, dann ist was anderes. Aber ich glaube, dass wir einen Sieg absolut verdient hätten und wir müssen halt nur aufpassen, dass wir so individuelle Geschichten abstellen. Es war ein sehr hartes, ein sehr intensives Spiel. Was heißt das auch im Hinblick auf die Partie am Dienstag? Seid ihr bis dahin alle wieder fit? Ja, werden wir sehen. Das wird sich zeigen. Also gucken wir mal morgen. Heute ist es schwer, darüber was zu sagen. Jetzt erstmal heute noch das Spiel verarbeiten und dann morgen geht es Konzentration auf Dienstag los. Alles klar, danke dir.